Schönen guten Abend hier zurück bei mir beim Frankenstupfler. Servus. So, heute gibt's eine weitere Folge. Ja, Vorstellung eines Fahrzeuges oder Fliegerchen. Und zwar, es geht heute um die... Kann ich mal kurz... Warbons kurz erhalten? Es geht um die T2 der Japaner. Das ist ein Jet auf einem Battle Rating von 9.7. Das sehr stark ist, meiner Meinung nach. Kann aber auch mit 10-0, 10-3 gematcht werden. Also da problemlos eigentlich. Gut, man hat keinen Nachteil. Die Raketen, ja, die Stinger-Raketen oder diese Sidewinder. Ich habe jetzt die zweiten erforscht. Die sind nicht schlecht, aber es ist halt ein wenig schwierig, weil die ja nur 10G sind. Ne? 10G kannst du aushalten. Und was höher ist, ist halt schwierig. Aber dafür hat sie halt eine Höchstgeschwindigkeit von 2,5 Mach. Dazu eine Abschussstrecke von 18 Kilometer. Oder bis zu 18 Kilometer. Ja. Und die Raketenlenkzeit ist halt 20 Sekunden. Das ist einigermaßen ganz gut. Ja. Auf 9.7 auf jeden Fall. Wenn man Top Tier ist, ist es perfekt. Wenn man ein bisschen höher ist, so hier, wie gesagt, 10.0, 10.3 aufwärts. 50-50 vom Erfolg, von der Erfolgschance her. Und da habe ich eine Runde gehabt mit der. Ja, jetzt fahre aber noch mit den ersten Raketen. Ja, mit den ersten Raketen, die wo ich hatte, das waren Dieter da. Die hatten nur 1,7 Mach. Ja. Und Abschussstrecke von 10 Kilometer. Und mit denen habe ich komischerweise was gerissen. Auch mit der Gatling. Also was vorne dran ist. Die 20 mm Gatling. Die auch einen guten Durchschlag hat. Ja. Und ja. Ich habe den deswegen ausgebaut. G-Toleranz habe ich jetzt noch nicht auf Experte gehabt. Also den Pilot. Ja. Aber habe halt da schon den Gernzug angehabt. Den da. Hier. Das plus Experte langt vollkommen aus. Ja. Um auf 9.7 mitzuhalten. Und ja. Nicht mehr lange schnacken. Jetzt geht's rein in die Runde. Damit ihr eine schöne Runde kriegt. Seht. Und ja. Wie gesagt, wir suchen noch Pizza 66 so nebenbei. Kampfgruppe. Und dann gehen wir auf Wiederholung. Und dann geht's ab. Dann würde ich mir sagen, viel Spaß beim Zugucken, anschauen. So lang war die Runde, glaube ich, nicht. Das heißt, lasse ich einfach komplett so laufen, wie es ist. Und ja, ich blende mich jetzt aus und dann viel Spaß beim Anschauen. Bis gleich.
So, jetzt bin ich wieder da. So, das war's jetzt. Die vier Kills, was ihr gerade gesehen habt, das waren, gut, ich sag mal, die Hälfte davon war halt, ja, die mussten wir wegschießen einfach. Und die anderen zwei, das war okay, 50-50. Und ich finde das Ding echt hammergut. Ist wendig, ist, ja, Feuerkraft, schnell und es kommt, ja, das kommt, also das alles in, ich sag mal, zusammen, ja, in, auf 9-7 ist es halt schon eine, oder einen sehr guten Flieger. Und dort habe ich jetzt versucht, den noch irgendwie abzuschießen, die China da vorne. Hab der aber noch kritisch erwischt und danach, ja, habe ich gehofft, dass der vielleicht noch abstürzt oder, ja. Ja, oder jemand schießt halt ab, dann kriegst du halt Abschusshilfe. Aber ich bin auf jeden Fall so zufrieden mit dem Flieger hier. Mein Lieblings-97er, den werde ich auch in CW nutzen. Das kann ich euch nur empfehlen, die, wo halt dann umgehen können, ne? Wie ich zum Beispiel. Ich muss da natürlich am Anfang auch wegen gucken, okay, was die Schwächen und Stärken sind. Dann habe ich es rausgefunden. Ja, Boom in Zoom natürlich. Je nach Geschwindigkeit kann es trotzdem wegen noch mit Turnen halt, wenn jetzt jemand in einen Turnkampf reingeht. Oder Head-to-Head auch ziemlich stark, wie in der Gatling. Und ja, daraus gibt es halt so eine Runde und bin zufrieden. Und wenn es euch gefallen, lasst Like und Abo da. Wenn ihr Abo da lasst, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Und wenn ein Like da ist, ist es halt positiv für mich, okay, dann weiß ich, okay, da hat euch gefallen. Und lasst noch einen Kommentar da und ja. Dann fliegen wir zurück zum Flughafen. Und ja, mein Sprit war auch zufällig leer. Ja, ohne Witz, ich hatte von den, ich weiß nicht, vielleicht 10 Runden, 12 Runden waren das. Und davon waren 2 oder 3 Runden, wo ich zu wenig Sprit am Ende hatte und ausgegangen ist. Ja, und konnte halt nicht weiterfliegen. Daher aber dann ein, zwei Gegner nochmal abgeschossen wurden vor Ende, habe ich halt noch überlebt die Runde. Und deswegen kein Abschuss oder ähnliches. Also dann, wie gesagt, euer Frenki. Bis zum nächsten Mal. Und schaut immer vorbei, ich freue mich auf jeden Fall. Dann euch ein schönes Wochenende und ja, bis zum nächsten Mal, euer Frenki. Servus.